Ja, nun zur Fortsetzung des ersten Videos. Ich möchte mich jetzt mit verschiedenen Arten von Enthalpieänderung beschäftigen. Klar, jede Reaktion hat eine mehr oder weniger große oder kleine Enthalpieänderung. Generell muss man aber immer sagen, wenn ich eine Enthalpieänderung angebe, um was für eine Reaktion geht es. Zunächst mal betrachten wir einfach mal irgendeine beliebige Reaktionsenthalpie. Ich habe eine rausgesucht, die denkbar einfach ist, die auch aus der Mittelstufe natürlich bekannt sein wird. So, nehmen wir hier. Zum Beispiel die Reaktion, dass ich betrachte, Sauerstoff reagiert mit Wasserstoff zu Wasser. So, diese Reaktion ist hier noch natürlich nicht richtig. Üblicherweise würde man ja sagen, ich gleiche das aus und habe dann hier meine ausgeglichene Reaktionsgleichung. Für diese Reaktion wäre die Reaktionsenthalpie, einfach R wie Reaktionsenthalpie, minus 572. Minus 572. Das geht momentan gar nicht zu schreiben, richtig. Kilojoule. Also Joule. In diesem Fall also Kilojoule mal 1000, wenn ich das umrechnen will. So, um nochmal zurückzukommen auf diese Aussage hier oben, das bezieht sich immer auf eine bestimmte Reaktion. Also das heißt, diese Angabe ist auf jeden Fall immer auf diese Reaktion bezogen. Der Grund, warum das so wichtig ist, es gibt einige Reaktionen, da sagt man, ich möchte zum Beispiel als Produkt das Wasser haben und möchte das Ganze aber so machen, dass ich nur ein Mol davon bekomme. Also ein Mol bedeutet in diesem Fall bei den Reaktionsgleichungen immer, dass eine 1 davor steht. Das heißt, das würde nicht passen. Umgekehrt muss ich dann natürlich bei den Ausgangsstoffen jeweils alles halbieren. Das geht beim Wasserstoff ohne Probleme. Hier schreiben wir dann ein halb O2 hin. Das macht man in der Mittelstufe eigentlich nie. In der Oberstufe ist es erlaubt, also vor allem, wenn es um Enthalpieänderungen geht, wenn man eben sagt, ich möchte hier ein Mol raus haben. Und dann ist es natürlich so, dass bei dieser Reaktion dann natürlich nicht 572 Kilojoule frei werden, sondern die Hälfte, nämlich 286. Also eben die Hälfte. So, das ist klar. Und man sieht also, wann immer ich eine Enthalpieänderung angebe, muss ich eigentlich auch mich festlegen, auf welche Reaktion bezieht es sich. Um da nicht so sehr durcheinander zu kommen, hat man festgelegt, dass es bestimmte Arten von Enthalpien eben gibt, so eine Art Standardwerte, die man zu einer Reaktion betrachten kann. Und die möchte ich gerade mal ansprechen. Zum Beispiel gibt es die sogenannte Verbrennungsenthalpie. Verbrennung ist, denke ich, soweit klar. Verbrennung ist ja eine Reaktion mit Sauerstoff. Allerdings muss man natürlich beachten, dass Verbrennung oder dass Reaktion mit Sauerstoff auch bedeuten könnte, dass zum Beispiel nur etwas ein wenig oxidiert wird. Je nachdem, ob man das schon besprochen hat, das ist eben durchaus auch möglich. Nur wenn ich etwas sehr stark erhitze und ganz viel Sauerstoff dabei habe, dann findet eine Reaktion zu Sauerstoff statt. In diesem Fall ist also gemeint, zu den Verbrennungsprodukten, zu den typischen, Moment, also nämlich Kohlendioxid und Wasser, H2O. Das Wasser hat jetzt also mit dem hier oben nichts zu tun, sondern das ist ganz einfach so, wir sind in der organischen Chemie und dann reagiert der Kohlenstoff immer zu Kohlendioxid und Wasserstoff zu H2O. Jetzt betrachte ich mal
einen Stoff, den ich eben verbrennen könnte. Und wenn ich die Verbrennungsenthalpie für einen bestimmten Stoff betrachte, muss ich eben auch die Reaktionsgleichung dafür angeben. Und das mache ich gleich. Dann nehmen wir mal Methan. Und dann müsste ich das Ganze auf folgende Reaktionsgleichung beziehen, nämlich Methan, CH4, reagiert mit Sauerstoff. Erstmal alles unausgeglichen zu CO2 und H2O. Und das würde bedeuten, damit das funktioniert, H2O, da bräuchte ich zwei Stück von, damit die vier H's drin sind. Kohlenstoff brauche ich ein und dann habe ich hier rechts 2,4 Sauerstoff, also 2O2. Diese Reaktion, diese Verbrennungsenthalpie von Methan bezieht sich also auf diese Reaktion hier. Und man sagt hier auch immer, ein Mol des Stoffes, deshalb muss hier 1 stehen. Da kann es eben dann auch vorkommen, dass hier mal eine Kommazahl bzw. ein Bruch steht, je nachdem, wie man das schreiben möchte. So, gerade mal zur Information, die Verbrennungsenthalpie hier für das Methan ist, wo haben wir es denn? 890 Kilojoule. So, und jetzt kommt hier noch was dazu, nämlich hier wird jetzt pro Mol noch dazu gesetzt. Also, um nochmal zu verdeutlichen, das bezieht sich eben auf die Verbrennung von einem Mol Methan. So, jetzt weiter. Es gibt noch eine andere Art von Standardreaktion, Enthalpieänderung. Und zwar ist das die sogenannte Bildungsenthalpie und die ist folgendermaßen definiert. Die bezieht sich auf die Bildung eines Stoffes aus den Elementen und auch hier wiederum, es geht um ein Mol des Stoffes. So, was bedeutet Element? Ich meine, also vom Begriff her sollte es klar sein. Zunächst mal, das muss also so sein natürlich, dass das Methan hier als Reaktionsprodukt rauskommt. Das gefällt mir gerade nicht. Ich mache es nochmal neu. Ich will ein bisschen Platz lassen. So. Aus den Elementen bedeutet in diesem Fall natürlich, ich habe Kohlenstoff und Wasserstoff als Elemente in meinem Methan enthalten. Das heißt, ich muss hier von Kohlenstoff und von Wasserstoff ausgehen. Allerdings geht man da nicht von einzelnen Atomen aus, sondern von den Elementen, beziehungsweise von Elementen und den da entsprechend drin enthaltenen Teilchen. Bei Kohlenstoff als Feststoff sind natürlich eben Kohlenstoffatome enthalten, beim Wasserstoffgas habe ich aber H2-Teilchen. Das heißt, in diesem Fall muss ich, damit die Reaktionsgleichung ausgeglichen ist, also das Ganze so schreiben. Und dann hätte ich hier eben die Bildungsenthalpie Delta HF von Methan. Und die ist in diesem Fall um minus 75 Kilojoule pro Mol. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe hier kein Vorzeichen hingesetzt, das ist natürlich auch minus 890 Kilojoule pro Mol. Ja, die Werte sind unterschiedlich. Warum? Ganz klar, weil sie sich eben auf verschiedene Reaktionen beziehen. Ja, also hier, die Bildungsenthalpie bezieht sich auf diese Reaktion hier unten und die Verbrennungsenthalpie eben auf diese Reaktion. Hier ist es in diesem Beispiel so, dass beide ein negatives Vorzeichen haben. Ja, beides mal Minus. Das bedeutet, beide Reaktionen sind exotherm. Das muss nicht immer der Fall sein. Wir haben also auch Bildungsenthalpien,
die ein positives Vorzeichen haben. Aber Verbrennungsenthalpien, wenn etwas verbrannt, wenn etwas also verbrennt, dann habe ich immer ein negatives Vorzeichen. Also das sollte man sich ruhig merken. Delta HC ist immer kleiner 0. Das ist immer der Fall. So, die Frage ist ja jetzt noch so nebenbei, wie kommt man denn auf diese ganzen Werte? Also letztendlich gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, nämlich man führt ein Experiment durch und guckt, was kommt da an Energie raus. Ja, und eine Möglichkeit, das zu machen, ist hier mit einem sogenannten Bombenkalorimeter. Man kann in der Schule das Ganze auch mit einem einfachen Aufbau machen, aber vom Prinzip ist es immer so ähnlich. Und zwar hat man den Brennstoff, der befindet sich hier in einer Sauerstoffatmosphäre, also dieser hellblaue Bereich enthält also Sauerstoff. Damit der verbrennen kann, gibt es eine Zündmöglichkeit, das ist hier meistens elektrisch. Und wenn dieser Stoff dann verbrennt, gibt er Wärme ab und diese Wärme wird auf die Umgebung abgegeben. Zunächst mal hier natürlich das innere Gefäß, später aber auch dieses Wasser, was hier rundherum ist. Und beim Wasser stellt man dann die Temperaturänderung fest. Das Ganze wird noch verrührt, damit also sich die Wärme gleichmäßig verteilt. Und wenn man dann weiß, wie viel Wasser war hier drin enthalten und um wie viel Temperatur erhöht sich die Temperatur, dann kann man letztendlich über so ein paar Rechenschritte eben zum Beispiel die Verbrennungsenthalpie bestimmen. Zu der Berechnung von der Verbrennungsenthalpie hier aus so einem Experiment, da wird es wahrscheinlich noch ein eigenes Video geben. So, jetzt noch eine kleine Ergänzung. Im Bombenkalorimeter hat man natürlich, sage ich mal, einen bestimmten Zustand um sich herum. Jetzt ist es so, gerade wenn ich gasförmige Stoffe oder gasförmige Reaktionsprodukte habe, ist es klar, dass der Druck natürlich schon eine Rolle spielt. Und da Druck und die Außentemperatur eben eine Auswirkung auf die Reaktionsenthalpien haben kann, hat man eben sogenannte Standardbedingungen festgelegt. Diese Standardbedingungen, hier der Wikipedia-Artikel dazu, die sind leider unterschiedlich definiert für Physik und Chemie. Was ähnlich ist, ist als Standardbedingung 0 Grad Celsius, also 273,15 Kelvin. Und in der Chemie legt man sich fest und sagt, man betrachtet als Standardbedingung 1 Bar oder 1000 Hektopascal oder was auch immer für einen Wert man nimmt. Aber das sind die Bedingungen, auf denen sich das Ganze immer bezieht, wenn man sagt, man nimmt einen bestimmten Zustand oder eine bestimmte Umgebung. Der Vorteil ist eben, dass man sonst das Ganze eben umrechnen müsste auf diesen Standard, auf diese Standardbedingungen. Umgekehrt kann man natürlich Standardbedingungen auch umrechnen auf den aktuellen Zustand. Zum Beispiel hat man meistens nicht in den Experimentierräumen 0 Grad Celsius. Das heißt, man müsste das dann zum Beispiel auf 20, 25 Grad umrechnen. Um das zu kennzeichnen, ist dann meistens eine kleine Null angehängt. So, Moment. Also zum Beispiel, die Werte, die ich jetzt hier habe, sind eigentlich tatsächlich die Standardverbrennungsenthalpie von Methan. Und da ist dann eben hier ein kleines O oder eine Null da. Und genauso hier die Standardbildungsenthalpie von Methan. Man kann das im Prinzip auch weglassen, nur wenn es speziell ist, beziehungsweise wenn ihr so etwas seht, dann ist das eben hier auf das bezogen. Wenn man jetzt irgendwelche Rechnungen dann noch später durchführt, müsste man eigentlich darauf achten, dass die natürlich zusammengehören, dass ich also nicht einfach eine Standardverbrennungsenthalpie betrachte und für eine andere Reaktion vielleicht eine Nicht-Standardverbrennungsenthalpie, aber im Allgemeinen wird da im Bereich der Schule dann nicht so drauf geachtet,
wenn man Chemie studiert, und dann wird da wahrscheinlich mehr drauf geachtet. So, das nächste Video wird sich wahrscheinlich mit dem Satz von Hess beschäftigen. Und das, was wir hier betrachtet haben, ist im Prinzip eine Grundlage dafür.